Diese Sendung wird Ihnen präsentiert vom offiziellen Versicherer der deutschen Olympiamannschaft, Zürich. Die Stimmung im deutschen Haus dem Wetter entsprechend. Trist und wenig erfreulich. Nicht alle Medaillenhoffnungen haben sich in den letzten Tagen erfüllt, auch nicht bei den Hockeyspielerinnen um Fahnenträgerin Natascha Keller. Davon unbeeindruckt verrichtet das Newsletter-Team des Deutschen Hauses seine Arbeit. Jeden Tag eine neue Ausgabe, das erfordert viel Zeit, Engagement und Manpower. Wir sind 10 Leute, nämlich 3 Leute hier vor Ort, die texten und schreiben und 7 Leute in Gütersloh, die die Seiten gestalten, entwickeln und dann anschließend die Druck-PDFs schreiben. Und das bedeutet für uns eben, dass wir ab mittags anfangen zu schreiben, mit den Leuten, den Gästen, den Partnern, den Athleten hier im Deutschen Haus sprechen und dann unsere Texte nach Gütersloh schicken, wo sie dann eben in die Seiten gestaltet werden. Bereits am frühen Morgen sorgten diese beiden Artisten für Aufsehen vor dem Deutschen Haus. Die beiden BMX-Fahrer Louis Prettauer und Mike Bayer. Zum zweiten Mal erst ist diese Sportart olympisch, zum ersten Mal sind Deutsche am Start. Man hat ja schon, bevor man irgendwas großartig erreicht hat, schon Geschichte geschrieben sozusagen. Und ist ein super Gefühl. Natürlich geht es jetzt nicht nur ums Dabeisein, sondern dann auch alles rauszuholen. Alles rausholen wollte auch die neue deutsche Rekordhalterin im Stabhochsprung Silke Spiegelburg. Spannung und Daumendrücken im Deutschen Haus. Auch der Unterstützung des Bundesaußenministers Guido Westerwelle konnte sich die Leverkusenerin sicher sein. Am Ende aber reichte es wieder einmal nur zum undankbaren 4. Rang. Tränen bei Silke Spiegelburg. Die Stimmung, wie schon gesagt, trist und wenig erfreulich. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom offiziellen Versicherer der deutschen Olympiamannschaft, Zürich.